Auch wenn sie eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, die US-Muscle-Cars sind beliebter denn je. Ja, dieser Ford Mustang ist schon ein ganz besonderes Auto, ein echtes amerikanisches Muscle Car, und das wird auch deutlich durch das sehr kraftvolle Design. Das Auto hier hat ein kleines Facelift bekommen, so gibt es eine andere Front, zum Beispiel auch LED-Scheinwerfer, aber die wichtigen Änderungen, die findet man hier drinnen und unter der Motorhaube. Per Knopfdruck wird der 5 Liter V8 zum Leben erweckt und schon das Motorgeräusch lässt erahnen, da steht eine Menge Leistung an. Richtig, nämlich 450 PS. Ein Wort zu diesem V8-Motor. Also der ist wirklich für mich erste Sahne. Der geht wie die Hölle, der schiebt richtig an, der beißt, der schreit, der brüllt. Also der hat all das, was man von einem V8-Motor erwartet. Auch von außen ist zu vernehmen, dass er zu den seltenen Fortbewegungsmitteln gehört. Den Sprint auf 100 schafft der Mustang in 4,3 Sekunden. Aber also für denjenigen, der ein bisschen weniger Geld ausgeben möchte, gibt es dann noch einen 2,3 Liter Turbomotor. Der leistet dann 290 PS, reicht eigentlich auch. Aber die meisten der Mustang-Kunden, also 3 von 4, entscheiden sich immer für diesen 5-Liter-Motor. Der kleinere Motor verbraucht so um die 9,1 Liter, also rund 3 Liter weniger. Das sagt zumindest Ford. Sein Design hat viel Dynamik und auch Sexappeal, das meinen seine Fans. Die Lufteinlässe auf der Haube müssen sein. Innen zeigt sich amerikanischer Schick, aber alles ist gut verarbeitet, doch nicht zu vergleichen mit Audi, Mercedes und Co. Mit an Bord ein großer 12-Zoll-Monitor und ein virtueller Tacho- und Drehzahlmesser. Das Ledergestühl ist komfortabel und bietet Kurvenhalt. Unter der Haube arbeitet ein überarbeiteter V8-Motor. Der Kunde wollte mehr Leistung und mehr Sound. Wir haben den Motor, den V8-Motor, noch mal um 20 PS in der Leistung gesteigert. Und die Verkaufszahlen zeigen uns auch, der V8-Motor liegt bei 80% der verkauften Mustangs in Europa, dass das genau das ist, was die Kunden besonders wünschen und auch begehren. Und das gilt auch für die Kunden weltweit. Ja, auf der normalen Straße ist dieser Ford Mustang ganz klar unterfordert. Und hier auf der kleinen Rennstrecke werde ich die 450 Pferdchen jetzt mal springen lassen. Die Strecke ist glatt und hat es in sich. Vorsicht ist angesagt, zumal ich das ESP ausgeschaltet habe. Da kommt das Heck blitzschnell und flinke Lenkbewegungen sind angesagt. Total schieben die 450 PS den dicken Ami nach vorne. Aber eines ist klar, das Ding macht einen Heidenspaß. Ja, wie Sie gerade gesehen haben, geht dieser Mustang wirklich gut um die Ecke und ist auch gut zu kontrollieren. Damit man auch der Mehrleistung gerecht wird, hat man am Fahrwerk einiges getan. Es gibt neuartige Dämpfer, die funktionieren auch richtig gut. Es gibt verschiedene Fahrmodi, die man einstellen kann für die unterschiedlichsten Bereiche. Ich habe hier gerade Rennstrecke eingestellt, dann ist das alles sehr straff. Die Lenkung ist präziser und das Gasannehmen ist dann auch ein bisschen sportlicher. Man hat hier eine Hinterachsstrebe eingebaut, denn die 530 Newtonmeter Drehmoment, die zerren kräftig an der Hinterachse. Mit dieser Strebe ist das Auto sehr stabil. Man kann hier wählen zwischen 18 und 20 Zoll Rädern. Ich würde mich immer für die 20 Zöller entscheiden. Die haben mehr Grip und das Ding sieht auch besser aus. Alle reden vom Downsizing. Bei Ford sieht man das zumindest mit diesem Mustang ein bisschen anders. Wenn man sich den Motor anschaut, dann wirkt seine Größe wie ein Aggregat aus vergangenen Zeiten. Es ist ein V8-Motor, der hat 5 Liter Hubraum, leistet 450 PS und 529 Newtonmeter schickt der Motor an die Hinterachse und da wird auch kräftig dran gezerrt. Das Ding geht auf der Autobahn so 250 abgeregelt. Ich denke mal, der wird eine ganze Ecke schneller sein. Beim Verbrauch sagt Ford, es stehen 12,1 Liter an. Glaube ich nicht ganz. Ich denke mal, kräftig ans Gas gehen, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 Liter mehr Verbrauch. In meinem Auto ist ein manuelles Sechsganggetriebe verbaut. Es gibt aber noch für diesen Mustang
eine 10-Gang-Wandlerautomatik und die funktioniert auch richtig gut, kostet allerdings 2.500 Euro Aufpreis. Wer will, kann sich auch noch das Sondermodell Bullitt mit 465 PS bestellen. Zum Schluss muss ich sagen, also wer für wenig Geld viel Leistung haben möchte, der ist mit diesem Mustang wirklich gut bedient. Das Basisauto mit dem 5-Liter Motor kostet 46.000 Euro und mit dem kleinen Motor kostet das Auto dann rund 39.000 Euro. Wer sagt es denn? Fahrspaß muss nicht immer teuer sein.